Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir die Wüstenburg endlich abgeschlossen. Also bis auf ein paar Schatzkisten sind wir da durch. Okay, Bucky Fledermaus, alles klar. Und wir gehen jetzt ins Schattenreich. Ich habe mich dazu entschlossen. Ihr habt mir auch nochmal in den Kommentaren bestätigt, dass ich das auf jeden Fall machen soll. Denn wir haben ja das Glück, dass wir wirklich komplett dafür ausgestattet sind. Wir haben das krasse Masterschwert. Wir haben alle Schlüssel dafür. Also wir können eigentlich nur positive Inhalte erhalten. Und mit unserem Schwert können wir halt auch alles wegballern, was uns ärgert. Ich weiß gar nicht, hier die müsste sich auch direkt zurückverwandeln. Haha, die Armen. Ah, so, komm, wir befreien die erstmal alle. Wir sind liebe, nette Menschen. Oh, guckt mal, wie viele Schatzkisten da einfach auf uns warten. Oh. Genau. Die Frage ist, komme ich denn eigentlich auf die andere Seite jetzt rüber? Ich muss trotzdem den Ball holen, ne? Diese Kugel, den Solarus, Solardingens, Pups. Muss ich trotzdem holen. Damit die Plattform erscheint. Ansonsten benötige ich das eigentlich nicht. Aber gut. Ich bin gespannt. So, auf jeden Fall, die Gegner sind alle kein Problem mehr. Die sind alle One-Shot. Alle Schattenwesen mit diesem Schwert sind wir einfach powerful. Okay, let's go. Außer die Pflanze. Die braucht mehrere Schläge. So. Alles klar. Weil jetzt können wir halt einfach den machen, ne? Und da können wir auch den Schattennebel einfach mit wegmachen. Sando-Kopf hauen wir auch weg. Oh ja. Muss ich, glaube ich, die Schildattacke machen, ne? So, mein Freund. Und tschüss, one shot einfach. So, und da erscheint hier auch eine Schatzkiste. Da bin ich mal gespannt, was wir hier so alles absahen können. Ihr habt doch in den Kommentaren geschrieben, dass mir noch ein bisschen die Geister fehlen, ne? Weil irgendwie in Schloss Hyrule gäbe es wohl keine. Insekten. Sehr schön, ja. Insekten fehlen uns auch noch einige. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wo ich da jetzt ein bisschen was finde. Wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Okay, mit einer Wirbelattacke und dann einfach durchziehen, glaube ich, ne? Ich glaube, so muss ich das tun, weil da kommt der Nebel dann irgendwann wieder. Aber man muss wirklich Wirbelattacke und dann ich glaube, in dem Fall geht es sogar besser mit mit der Solaris-Kugel, kann das sein? Ich glaube fast ja. Okay, geht auch. So, okay, was haben wir denn hier Schönes drin? Wahnsinn, Pfeile. Wie motiviert halt auch einfach die Musik ist. Okay, der Schattenstrahl, der hier runterkommt, der ist aber auch nur so ein bisschen einseitig. So, da haben wir den ersten Raum auch schon geklärt. Selbst der Schatten-Sando, der uns da irgendwo begegnet, der wird halt überhaupt kein Hindernis sein. So, erster Schlüssel geused. Wir haben ja 7 Stück einfach hier, ne? Das ist auch so krass. Okay. Schatzkiste müsste es dann wahrscheinlich dafür geben, dass wir hier alle Zandos töten. Auf jeden Fall schon mal dafür. Aber wir haben ja noch eine mögliche Schatzkiste. Ah, okay. Die erscheinen gleich beide. Wahnsinn. So, ich hätte irgendwie gedacht, wir haben hier eine krassere Musik irgendwie. So, zack. Erstmal hier. Ja, einen Herzcontainer nehmen wir doch gerne mit. Zack, 35.
Und dann fehlen. Ja, Herz kommt wieder, haben wir alle. Uns fehlen nur 8 Herzteile, ne? Das ist auch schon viel, muss man sagen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich noch oben an die andere Schatzkiste? Da kann ich mich einfach hinziehen, oder? Ich denke schon. Da oben sind noch 2 Schatzkisten. So, komme ich da denn einfach so hin? Geht das irgendwie? Geht das und dann von da da hoch? Jo, das geht. Kann man sonst immer alles erst später machen? Wenn man halt, wie gesagt, obwohl das geht wahrscheinlich auch vorher schon. Aber viele Sachen kann man erst später machen, weil man halt dieses super Schwert braucht oder halt diese Kugel. Ja, geil, wieder Pfeile. Aber da wir das Schwert schon haben, können wir das auch jetzt schon regeln. So, hier gibt es aber noch eine Schatzkiste. Genau unter uns müsste die sein. Heißt aber, wir müssten wahrscheinlich noch einen Gegner töten. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite hoch, weil ansonsten ergibt das für mich überhaupt keinen Sinn. Es wäre voll cool, wenn man jetzt die Hand einfach besiegen könnte mit dem Schwert. Oder? Da komme ich gar nicht hin. Alter, wir müssen... Vielleicht mit dem... Warte mal. Wäre halt schön, wenn wir die ganzen Schatzkisten schon haben und dann einfach nur raus müssen und nicht immer rein. Das wäre toll. Weil die Schatzkiste ist, glaube ich, nicht erschienen da unten, oder? Ah doch, da ist sie. Okay, wir können einfach die Schatzkiste holen. Was ist hier oben? Nix weiter, ne? Das ist einfach eine hübsche Aussichtsplattform. Okay, wir holen uns noch schnell die Schatzkiste und dann... Okay, das kam unerwartet. Wahnsinn. Okay, was haben wir hier Schönes? Ah, Bomben. Man besetzt nur Insekt und Herzteil, ne? Was jetzt so richtig ergiebig und positiv war. Aber naja. Bin trotzdem sehr zufrieden. Zack. Sag mal, kann ich da eigentlich dann einfach mit der Kugel mich da draufstellen und einfach rüberfliegen? Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Nächste Tür. Jetzt müsste, glaube ich, schon der Bossfight kommen. Mini-Bossfight. Und die Frage ist, ist Schatten Zandu jetzt auch ein One-Hit? Kommt er überhaupt? Ja, er kommt. Okay, alles klar, verstehe. Einfach 3 Hits und tot. Ja, mal noch ein bisschen Nebel. Genau. So. Ja, wir haben halt jetzt auf... Ohne, dass wir die Kugel da reinlegen, haben wir das Ding schon. So, Hand ist tot. Hand ist einfach tot, hoffe ich. Das wäre toll. So, ich lege die Kugel jetzt aber nicht rein, oder? So lustig. Sollte eigentlich alles easy auch so klappen. Was? Jetzt einfach Ganons Musik? Was? Wo kommen die denn jetzt her? Okay, verstehe. Oder auch nicht. I don't know. So, und jetzt können wir doch direkt hier so... Können wir einfach weiterfliegen. Tschüss. Normalerweise musst du, glaube ich, da in die Mitte und dann musst du, keine Ahnung, da eine Plattform herbeirufen, aber so. Wir cheaten uns da einfach durch. Die Hand hat einfach die Musik von Ganon. Wo ist denn die Hand? Da kommt sie langsam angeschwebt. So, juckt uns aber alles nicht. Wir gehen einfach weiter. Da müssen wir jetzt auch noch durchlaufen einfach. Alles kein Problem. So. Wir lassen das Ding einmal angreifen und laufen dann dran vorbei.
Nein. Was? Nein. Boah, okay, okay, alles klar. Okay, natürlich, ich muss noch mal ein bisschen spannend machen, sonst wäre es ja langweilig. So, jetzt haben wir es aber. Die blöde Kugel rollt einfach los. Oh Gott. Ja, okay. Hätte man sicherlich ein bisschen smarter lösen können. Aber dennoch haben wir den ersten Abschnitt damit erledigt. Und können die Kugel an ihren rechtmäßigen Platz bringen. Okay. Zack. Und jetzt müsste theoretisch da drüben genau die Plattform aktiviert werden und wir können in den zweiten Abschnitt rüberfliegen. Also man muss schon sagen, ich habe ordentlich auf die Fresse bekommen. So. Du, mein Freund, du wirst auch erlöst. Oh. Wir befreien sie alle. Das Schattenvolk. Und auf in die nächste Exkursion. Gibt auch wieder mindestens 4 Schatzkisten. Und alle auch in diesem Raum hier. Mann, ey. Richtig Zielwasser getrunken hier. Okay, wie machen wir das hier? Da schwebt eigentlich schon so eine Plattform hin und her. Hätte ich da direkt hingemusst? Ich glaube, wir müssen sowieso nach unten, oder? Bisschen Zandos töten. Oder? Die sind doch bestimmt hier wieder. Nicht? Guck mal, hier ist auch so eine Kugel. Keine Zandos hier. Boah, im nächsten Raum sind auch nochmal 4 Schatzkisten. Was zur... Okay, die bringen mich alle zurück. Da hätte es, glaube ich, überall Schatzkisten gegeben, ha? So, warte, ich gehe nochmal kurz. Drüben steht auch eine. Da ist Zando. Okay. Und ciao. Das war gar nicht schlecht. Okay, da haben wir da drüben erstmal 2 kleine Schatzkisten. Und dann müssen wir, glaube ich, da jeweils links und rechts in den Balkon rein. Komme ich da jetzt hin? Nee. Oder? Doch. Ja, perfekt. Okay, was kriegen wir da Schönes? Eine Geisterseele. 48, okay. Und da drüben ist noch eine kleine Schatzkiste. Aber... Ah, shit. Jetzt habe ich mich verwandelt. Aber kann mich doch direkt wieder zurückverwandeln, oder? Jo. So, machen wir kurz mal Wirbelattacke. Und theoretisch, wenn ich jetzt hier mache und das Ding nehme, kann ich doch zu dem anderen noch. Zu dem anderen Balkon. Und dann haben wir die 2 Schatzkisten noch und dann sind wir hier auch durch. Im nächsten Raum gibt es dann auch nochmal 4. Das ist schon eine heftige Anzahl. So, da kann ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, ich muss sagen. Ah, Geld, okay. Naja. Mit dem, was man hier hat an Ausrüstung, kommt man hier halt echt super easy durch und kann die Schatzkisten gut einsacken. Ohne dass man sich große Gedanken machen muss. Ansonsten muss man halt vieles entweder mit der Solarus-Kugel da machen. Schon wieder Geld. Oder halt dann im Nachhinein, wenn man das Schwert hat, nochmal reingehen. Oh, eine weitere Bombentasche. Jo, damit haben wir 3. Das ist schön. Da könnte man ja fast drüber nachdenken, jetzt nur noch mit Bombenpfeilen zu schießen. Sehr cool. Die Erweiterung haben wir ja auch schon. Okay,
Jetzt geht's, glaube ich, hier erstmal wieder in einen Fight. Muss ich trotzdem alle auf einmal töten. So, das waren die. Da gibt's jetzt noch einen Zando. Oh, was? Nix da. So, mein Freund. Ich glaube, da kommen aber noch mehr, ne? Ne, das war's schon, okay. Ich glaube, später kommen noch ganz viele. So, alles klar. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Ist die Frage. Wie komme ich denn an diese Schatzkisten daran? Muss ich da... Ich muss mich überall hinziehen. Okay. Jo, das sind jetzt einmal ganz viele Balkons mit Schatzkisten. Und Bomben für unsere neue Bombentasche. Ahahaha. Müsste eigentlich schon gefüllt sein. So, dann kann ich da direkt rüber. Jo, weiter geht's. Nächste Schatzkiste. Wir sahen hier richtig ab, Leute. Ein weiteres Insekt. Das ist gut. Wir brauchen sie alle. Für unsere 100% ist das geil. So, next one. Und. Ah, noch mehr Bomben. Ja, auf die Größe der Schatzkisten kommt es hier halt nicht an, ne? Man merkt es immer wieder. Größe ist nicht alles. So. Und dann haben wir hier die letzte Schatzkiste für diesen Raum. Und wir kriegen einen Schlüssel für die Bergruine. Ja, ist egal. Weil Bergruine haben wir abgeschlossen, aber damit haben wir auch den letzten Schlüssel dafür gefunden. Ist nicht schlecht. Kann man zumindest sagen, dass es jetzt auch completed 100%. So, kann ich da mich runterziehen zufällig? So, und dann betreten wir den Miniboss-Raum. Ich hoffe, das ist jetzt hier ein bisschen erschwinglicher mit dem Abhauen und der Hand. Ich würde auch sagen, das machen wir auf jeden Fall in der Folge noch fertig. Dass wir hier rauskommen und dann in den Haupttrakt kommen im nächsten Part. Oder damit starten zumindest. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. So, das ist ja wieder kein Boss für uns, sondern einfach nur so ein kleiner Waschlappen. So, wo ist er? Bam, Alter. Easy. 3 Hits und tot. Ah, schön. Ja, der echte Sando wird dann halt nicht so einfach werden. Der echte Sando ist dann ein Gegner, der über mehrere Kapitel geht, wie man es halt kennt. Über mehrere Phasen. Ich glaube, 7 Phasen hat er sogar. Könnte sogar der Boss sein, der die meisten Phasen in Zelda hat. Oder? Was meint ihr? Ich könnte es mir vorstellen, dass der halt so... der fasrig ist. Ich glaube, 7 Phasen hat er. Und ist, glaube ich, damit auch der längste Boss. Und guck mal. Die Musik, ey. Gibt überhaupt keinen Sinn. Schade, dass da die epische Musik jetzt so rausgenommen wurde. Ich bin gespannt, was wir dann in Schloss Hyrule haben. Hoffentlich nicht die von der Schattenhand. Das ist halt so, ja, die Gandalf-Musik, die gehört schon einfach dazu, ne? Dass man... So, ja, ich glaube, ich... Ja, muss das da reinlegen, ne? Hm, da muss ich das so komisch mit der Kugel hochziehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Warte mal. Was muss ich tun? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war denn das? Die Hand ist aber auch nervig.
Ich lasse die mal kurz ein bisschen wegkommen. Kann das sein, dass ich das werfen muss von der Stelle aus? Oder dass ich mich da an einer Stelle hochziehen muss? Das nenne ich, ein Treffer. Aber shit, ich hätte es tatsächlich von woanders schießen müssen. Wo, so geht's vielleicht auch. Nix da. Lass fallen, Junge. Meins. So, ist das offiziell so, wie ich das gemacht habe? Hätte man das anders machen müssen? I don't know. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ah ne, wir haben noch einen Raum. Shit. Aber ich glaube, da konnte man sich jetzt einfach so teleportieren, oder? Also. Naja gut, man kann springen. Hehehe. Ja, ich konzentriere mich einfach. Und dann passt das schon. Oh, ich glaube, da hätte ich jetzt auch einen. Oh nein. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, warte, ich lass die Hand einfach mal machen. Das ist der Ich verarsch die Hand Simulator. Lasst mich in Ruhe und tschüss. Ja, das hat auch ganz gut geklappt, ne? Auch wenn ich wahrscheinlich ein bisschen wieder anders das gemacht habe, als man es machen sollte. Aber gut, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben auf jeden Fall alle Schätze in den Nebenräumen da abgesahnt und konnten damit, denke ich mal, einen guten ersten Schritt schaffen. Ich glaube fast, man braucht diese Kugel auch gar nicht. Denn ich denke, das ist ja jetzt nur fürs Upgrade. Obwohl, da kriegt man jetzt mal ein extra Item, ne? Jetzt müssten wir, glaube ich, ein Item bekommen. Normalerweise erhält man jetzt das Master Sword. Also das True Master Sword. Mit der Kraft der Solaros aus der Schattenwelt. Und jetzt haben wir das Ultrasword. Wäre auch cool. Wir erhalten das letzte antike Dokument. Na klar. Damit ist alles vervollständigt. Und wir können wahrscheinlich dann in die Wolken. Als nächstes. Oh. Gut, Leute. Das war's dann mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter in den Haupttrakt des Schattenpalastes. Dann hauen wir Zandu auf den Hintern. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.